Hallihallo ihr Lieben. Ich nehme euch heute mit auf einen kleinen Follow Me Around, denn ich bin auf dem Weg nach München zu einem Event, Fotoshooting, Barbecue, Cocktails trinken, sich ein bisschen schminken lassen, also wirklich, wirklich schwere Arbeit. Insofern hoffe ich, dass das für euch auch ein bisschen spannend ist. Und ja, ich bin jetzt hier am Flughafen Münster-Osnabrück und werde jetzt hier erstmal in die Sicherheitskontrolle einchecken. Also bekloppt wie ich muss man sein. Ich habe jetzt hier in diesem menschenleeren Gate, zum Glück ist es menschenleer, weil sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen komisch gewesen, noch Einstellungen für ein Outfit of the Day gemacht. Ich habe mich jetzt noch nicht entschlossen, ob das in diesem Video kommt oder ob ich ein extra Video mache. Das hängt, würde ich sagen, davon ab, wie viel Material ich jetzt heute noch sammle. Ja, und jetzt werde ich mich einfach mal langsam Richtung mein Gate bewegen und dann geht's einmal quer durch die halbe Sie Republik. Ihre Bordkarten einziehen bereit. Bitte halten Sie Ihre Bordkarten jeweils einziehen bereit. Ja, ich habe doch keinen ganzen Stapel Bordkarten, oder? Naja, in diesem Sinne. Bis später. Ja, ich habe versucht, eine Mischung zwischen bequem und schick zu wählen. Und Basis des Looks ist eigentlich die Jackins, die ich für 15 Euro von C&A gekauft habe. Die gibt es in ganz vielen Farben und weil die mega, mega bequem ist und noch gut aussieht und einen schlanken Fuß macht, habe ich mir die gleich in allen Farben gekauft. Schuhmäßig habe ich für den Flieger die Crocs mit dabei, die ich mir in New York gekauft habe. Das sind meine Wolkenschuhe, die werde ich aber später noch gegen High Heels tauschen. Und weil ich Sportklamotten, High Heels und jede Menge anderen Kram mit dabei habe, habe ich meine große Reisetasche von Louis Vuitton mit, die der Graf Koks mir vor einigen Jahren geschenkt hat. Ich mag an ihr, dass sie sportlich ist, aber tolle Details hat und ja, es ist einfach ein bequemer Sack, wo man einfach alles reintun kann. Das Make-up habe ich farblich auf die Farbe der Hose abgestimmt. Ihr seht oben einen Smashbox-Lidschatten. Darunter habe ich einen Kyolan-Lidschatten gegeben und der Sephora-Eyeliner verstärkt das Ganze nochmal. Und nicht fehlen darf natürlich der Reni-Lippenstift, welcher mein liebster Nude-Lippenstift ist. Los geht's! Angekommen, nachdem ich ja eigentlich euch noch den Schuhwechsel zeigen wollte, weil ich ja meine schicken High Heels eingepackt habe, aber ich musste leider eine Stunde lang am Flughafen in der Luft rumschwirren, weil ein Startbahn gesperrt war und ja, jetzt hatte ich Verspätung und deswegen bin ich jetzt erstmal hier. Also bin jetzt hier an der Location angekommen. Zeige ich euch die mal. Hier wird es also später noch einen Schminkworkshop geben. Sehr geil sind natürlich hier die kompletten Tester. Die packe ich dann gleich einmal in meine Tasche ein. Merkt bestimmt keiner. So, wir sitzen jetzt hier bei unserem Schminkworkshop und ich trage Concealer. Wow! Ihr könnt ja mal raten, welche Seite concealed wurde und welche nicht. Ich bin von dem ganzen Konzept noch nicht so überzeugt, aber ich meine, es sieht besser aus, aber mal sehen, ja. Und jetzt kriegen wir gleich den Longwear-Look verpasst und ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Bis dann! Ja. Die zeige ich euch jetzt gleich noch, denn nun bekommen wir Personal Training von einer Yoga-Lehrerin oder so ähnlich. Und Maggie hat Spaß im Hintergrund. Und um zu beweisen, dass dieser Look quasi pro Longwear ist und nicht abgeht.
geht. Also das ist quasi Schiffswarentest für Schminke, was wir jetzt machen. Ich bin sehr gespannt. So, jetzt sind wir da, wo ich fast heute Morgen angefangen habe. Wieder am Flughafen, dieses Mal allerdings in München. Auf dem Weg nach Hause. Ich bin echt total erledigt. Es war doch sehr anstrengend, vor allem der Yogasport, den wir gemacht haben. Der war... Ich werde dann später von Münster Osnabrück noch eine Dreiviertelstunde nach Hause fahren und vielleicht noch bei McDonald's was essen. Das kann natürlich nicht mit diesem wahnsinnig leckeren Essen von heute Mittag mithalten, aber ich habe keinen Bock, zu Hause was zu kochen. Und der Graf Koks war, glaube ich, irgendwie bei einem Grillen oder so. Der wird mir auch nichts kochen. Insofern muss das der Schotte mal für mich erledigen. Ja, ich hoffe, das hat euch irgendwie Spaß gemacht, mich einen Tag lang bei so einem Event zu begleiten. Und ich werde in nächster Zeit noch bei mehreren Events sein. Also wenn ihr sagt, das finden wir spannend, Coco, dann kann ich das gerne machen. Insofern schreibt mir das ja gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr da demnächst wieder bei sein werdet. Das wäre so schön gewesen. Es hätte so schön sein können. Wir haben es jetzt 10 vor 9 und eigentlich hätte ich jetzt schon im Flieger sitzen wollen. Aber nein, dieser Flieger fährt jetzt erst um 3 Uhr. Fährt. Ich bin schon völlig Matsche in der Birne, ey. Fährt jetzt erst um 23.30 Uhr. Super. Dann noch eine Stunde 10 drauf, aus dem Flieger raus. Bis ich am Auto bin, ist es mit Sicherheit, weiß ich nicht, 1 Uhr. Wenn überhaupt. Und dann muss ich ja noch eine Stunde nach Hause fahren. Toll, ich bin in der Nacht zu Hause. Ich bin jetzt offiziell Journalist, ja. Liebes Air Berlin. F.U. Ehrlich. Tschüss. Oder auch nicht. Weiß nicht. Schlechte Laune jetzt. Nee, ich glaube ja nicht. Ich sitze im Flieger. Wir haben es jetzt genau 20 nach 11. Und meine Umsitzenden gucken ein bisschen komisch, weil ich hier mit euch rede, aber so ist das eben. Sie sind live auf YouTube, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir sind jetzt echt bald hier unterwegs und ich bin dann bald nach Hause. Und in diesem Sinne soll es dann jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir und meinen kleinen Wutausbruch wegen des verspäteten Fliegers. Ja, verzeiht es mir. In diesem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Coco.